Ja, und ein herzliches Willkommen zurück. Wir sind wieder da und wir sind immer noch auf dem Weg zur legendären Rüstung. Gehen das mal zu Brock und Cindy. Strindy. Genau. Hier hinten. Meine zwei Zwergenkumpels. Wir haben die Materialien, aber Sie sind so seltsam. Wie baut man eine Rüstung aus etwas so... Kehricht? Kehricht? Hört dich den feuchten Kehricht an. Betriebsgeheimnis. Wir haben unsere Methoden. Oh. Klarer Runenangriff. Ja, das ist ja toll. Ich würde auch dann lieber dann dir haben wollen. Nee. Dreizehntausend? 18.000? Hoffentlich nicht wieder mit deinem Bruder streiten. Nur weil er mit den Jahren weniger nervtötend geworden ist, heißt das nicht, dass ich nicht meinen eigenen Kundenstamm zu pflegen habe. Ach ja? Wen denn? Tja, ihr seid wieder hier, oder nicht? Stimmt auch wieder. Das ist mein Wort. Ich kann die immer noch nicht bauen. Wir brauchen Ivaldis rostige Rüstung. Und Nilfenheim-Legierung. Na gut, auf Wiedersehen. Wollen wir mal versuchen, so eine Walküre zu töten, hä? Hier war da irgendwo eine. Irgendwo hier an der Seite, nein. Hier mal was. Atreus, komm her. Gut, ich komme. Was hier? Jetzt war nicht hier drin, oder? Doch. Oder? Nee, das war nicht hier.
hier nie irgendwo so ein Eingang in sowas? Nee. Scheinbar nee. Sau. Waren denn diese ganz scheiß Valkyren? Waren denn die ohne das hinten? Was hat mir das gebracht? War doch irgendwo so ein Dock. Das ist eine Höhle. Kann die auch nicht anwählen. Nee. Gut, ach scheiß drauf, jetzt gehen wir mal hinten dort rein, mal sehen, was passiert. Aber wir müssen unsere Spuren verwischen. Odins Raben werden ihm berichten, dass der Turm wieder steht. Und er soll nicht den Lohn für unsere Mühen ernten. Also gut.
Jötunheim, aha, okay. Wir müssen andersrum. Es ist soweit, es geht los. Moment, warte mal, das wird nicht funktionieren. Was? Es ist kein Weltenkristall da. Field muss die Energie mit seinen eigenen Augen umgelenkt haben. So ist er auf Nummer sicher gegangen. Du hast doch Augen wie er. Ich habe ein Auge. Eins. Odin hat mir das andere ausgerissen, eben damit ich nicht reisen kann. Tut mir leid, Jungs, ich dachte, es funktioniert. Was hat Odin mit deinem Auge gemacht? Er hat es nicht. Wer weiß, wo er es versteckt haben könnte. Wir sind so weit gekommen. Es muss doch einen Weg geben. Hört mal. Ist vielleicht weit hergeholt, aber seit Jahren sehe ich Sindri oder manchmal Brock an diesem Berg herumlungern, wann immer Odin zu Besuch kam. Vielleicht wissen die etwas. Brock und Sindri! Wieder zurück. Hey Jungs, eine Frage. Wo finden wir Mimirs zweites Auge? Oh. Oh. Das. Tut mir leid. Um genau zu sein, Odin bat mich. Oh. Er gab mir den Auftrag. Oh. Er zeigt es mir, wisst ihr, und ich. Oh. Lehnte ab. Verzeihung, und. Entschuldigte mich? Na, das hilft ja weiter. Wisst ihr, das war etwa zur gleichen Zeit, als Odin vorbeikam und mich bat, eine Statue mit einer Art Geheimfach zu bauen. Tja, da das keine Waffe ist und die Asen ein Haufen pickelgesichtiger Spinner sind, habe ich ebenfalls abgelehnt. Ist das Mais? Aber ich weiß, dass er sie trotzdem baute. Welche Statue? Es ist die von Thor, wo er sich seine Eier am See schaukelt. Die Schlange hat sie gefressen. Tut mir leid. Geht schon viel besser. Wie sollen wir in der Schlange suchen? Innen drin? Finden wir besser heraus, was die Weltenschlange dazu sagt. Tja, ich weiß nicht, was vor uns liegt, aber jetzt wäre ein guter Zeitpunkt, eure Ausrüstung auf das Schlimmste vorzubereiten. Alles, was ihr tun müsst, macht es jetzt. Bloß ein weiser Rat. Okay. Rüsten wir dich aus. Ja, das können wir auf jeden Fall machen. Ist alles schlechter. Rüstung bräuchte man. Rasendes Inferno von Muspelheim.
Tja, komm wieder, wenn du etwas brauchst. Abfort. Noch einmal zum Horn. Verloren? Sie glaubt, sie ist vielleicht immer noch in ihrem Magen. Und die Schlange lässt euch in ihren Mund rudern, um euch umzusehen. Wirklich? Es ist so. Sie ist auch nicht gerade begeistert. Naja. Also, wollen wir das wirklich tun? Uns von der Schlange verschlucken lassen? Du musst nicht mitkommen. Na, das will ich nicht verpassen. Hältst du das wirklich für eine gute Idee? Nein. Ich war an vielen seltsamen Orten. Aber das ist neu für mich. Ja. Ich war auch noch nie im Bauch eines Riesen. Und du, Vater? Noch nie. Der mich gar nicht fressen wollte. Mit so einer Antwort. Nur? Bauch der Bestie. Lustig, von sowas habe ich oft geträumt. Vor Träumen braucht man keine Angst zu haben, ich weiß. Es hat mich nur an das Gefühl erinnert, damals als Kind. Suchen wir die Statue. Riecht gar nicht so schlimm wie erwartet. Wie fermentiertes Heidelbier. Eigentlich sogar recht angenehm. Du bist echt schräg. Irgendwie brennt das Wasser hier drin. Das ist Wasser, oder? Ja. Wir können mit dem Boot hier angehen. Wo? Hier? Hier gibt's sogar Truhen. Da, der Hammer. Wieder Hammer. Weiter, oder? So nichts mehr.
Wo? Wie komme ich denn dahin? Wäre das bloß näher? Ja, ich kann nichts bewegen. Ah. Von hier sind wir gekommen. Das ist nicht zu schaffen. Das ist wieder zurück. Hä? Kann nichts machen? Kann nichts drücken? Kann nichts machen? Oh. Die Plattform erreichen wir nie. Da muss ich irgendwas vorbereiten, bestimmt. Wo denn? Was meint er denn? Ah, hier. Scheiße. Oh, kriegst doch deine Scheiße. Ach so. Gut.
jetzt wieder loslassen quasi. Was vergessen? Mimir, eine Idee, wo Odin dein Auge versteckt hat? Nein, ich kann schließlich nicht mehr hindurchsehen. Auge? Ja, ist dein Auge. Vielleicht solltest du das in meinen Kopf stecken, zur Sicherheit. Sachte jetzt, sachte. Ich danke dir. Man kann das räumliche Sehen echt vermissen. Okay. Hey, von wo sind wir eigentlich gekommen? Ja. Nee. Ah! Yippie! Es wird reichen. Dann haben wir alles, was wir brauchen. Endlich! Wir gehen nach Jötunheim. Jetzt hält uns nichts mehr auf. Kleiner, weißt du, was das Schicksal herausfordern bedeutet? Schicksal ist eine weitere Götter, ja, natürlich. Du bist wirklich der Sohn deines Vaters, weißt du. Wir signalisieren. Was ist da los? Das war etwas furchteinflößend. Reizt unsere Anwesenheit Jörmunganders nach? Hm? Nein, etwas stimmt nicht. Scheiße. Was geschieht mit dir? Gar nicht gut. Puh, es ist vorbei. Wird sie geschlagen? Was ist das? Beeilung. Sehe ich ganz genauso. Versuche, das Gleichgewicht zu halten. Das Boot schwankt, ich werde... Ich hab dich. Das Boot war breit. Wo sind wir jetzt? Junge? Junge? Oh, alles gut. Hab mich schon daran gewöhnt. Was ist passiert? Waren wir das? Nein. Etwas anderes. Der tote Riese. Warum ließ uns die Schlange hier? Da! Oh, Freya. Wir können ihr noch trauen, oder? Halte Abstand, bis wir es wissen. Die Weltenschlange. Was ist passiert?
Wir hatten gehofft, du weißt es. Du bist weit gereist. Ich suche meinen Sohn. Ihr beiden. Habt mir die Augen geöffnet. Du weißt gar nicht, wo er ist? Nein. Doch die Wälder und Wiesen sprechen von ihm. Ich weiß, er ist hier in Midgard. Wann hast du ihn gesehen? Ist lange her. Noch vor deiner Geburt. Warum stehst du denn so weit weg? Was ist los? Was ist passiert? Da! Oh nee. Ich habe geahnt, dass ich euch beide hervorlocke, wenn ich die große Schlange verletze. Habt ihr eine Ahnung, auch nur den Hauch einer Ahnung, was ihr mich gekostet habt? Mein Sohn. Mama. Mutter. Ich bin hier. Lauf nicht weg. Oh, ich gehe nirgendwo hin, Mutter. Ich weiß, dass du wütend bist. Ich weiß, dass du noch dasselbe fühlst. Doch ich möchte, dass... Was ich fühle? Was ich fühle? Ich habe die letzten 100 Winter geträumt. Von diesem Moment. Habe alles genau durchdacht, was ich dir je sagen wollte. Jedes Wort, damit du dann endlich begreifst, was du mir alles geraubt hast. Mhm. Aber jetzt wird mir klar, du musst eigentlich überhaupt nichts begreifen, weil ich dich... gar nicht brauche. Nein, zurück, Kratos, das hat nichts mit dir. Der Weg, den du wählst. Rache. Er bringt keinen Frieden. Glaub mir. Du. Um dich kümmere ich mich später. Zuerst die Familie. Das wieder. Du musst gehen! Bitte! Nein! Wie kannst du ihm durchdringen? Hört bitte auf zu kämpfen! Weise. Geht zu, zwei Beine. Ich tue euch nichts, aber ihr müsst damit aufhören. Scheiße. Wichser! Ich sag's dir, aufhören! Wende dich lieber davon ab, Junge. Das wird nicht schön. Ich lass das nicht zu. Nein, Junge. Na schön. Halt! Nein! Nein, Atreus! Du blutest. Atme, Junge. Atme! Nicht mein Blut. Scheiße. Was ist das? Ich kann das spüren.
kann jetzt alles spüren. Er ist verwundbar. Alter Scheiße. Was ist los? Will Freya uns töten? Nein. Hörst du den Wind? Wir bewegen uns. Dieser Pfeil, weil der schlug auf den Mistelzweig? Im Köchergurt, ja. Die Mistel hat ihn verletzt. Freya hat sie böse genannt. Er ist nicht nur verletzt. Der Bann ist gebrochen. Dann kann man ihn töten. Ganz bestimmt. Langsam erinnere ich mich. Jetzt erinnert er sich. Sie kontrolliert dieses Ding? Haltet euch da raus. Ich weiß, ich kann ihn umstimmen. Nein, Weib. Kannst du nicht. Wer ist denn das? Er hat vor, dich zu töten. Wer denn? Niemand kann das! Wo ist er? Es ist mir egal, wenn er mich tötet. Ich kann nichts machen. Ich werde ihn beschützen. Ich lasse ihn nicht sterben. Die ergreift. Das ist alles bald vorbei. Da! Vielleicht soll man der Axt machen, ist vielleicht besser. Glaubst du, das hält mich auf? Nee, das bringt gar nichts. Du bist schwach. Nee, wenn dann nur mit den Dingern. Gut, also ich würde hier erstmal eine Pause machen und dann nächstes Mal hier weitermachen. Das ist mir jetzt hier zu aufregend.